Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey, was geht ab von des Internets? Ich bin's, Jonas Lerch, mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar heute mal gibt es endlich wieder was mit Autos. Ja, denn heute gibt es mal die 10 teuersten Fahrzeuge in GTA 5 Online. Denn ihr wisst ja, mittlerweile gibt es über 500 Fahrzeuge in GTA 5 Online und davon gibt es logischerweise auch die teuersten. Wie soll es auch anders sein? Und da dachte ich mir einfach mal, yo, mach doch einfach mal ein Video zu den 10 teuersten Fahrzeugen. Also wirklich die 10 teuersten Fahrzeuge, die man sich nur kaufen kann. Weil ich dachte mir, ja, das wäre eigentlich ein relativ cooles Video und viele Leute würde das vielleicht interessieren. Aber zu Anfang erstmal, was glaubt ihr, was kosten all diese 10 teuersten Fahrzeuge in GTA 5 Online zusammen? Also die 10 teuersten Fahrzeuge zusammengerechnet, was schätzt ihr, kostet das? Müsst ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, könnt ihr natürlich machen, aber einfach nur mal, damit ihr mal grob drüber nachdenkt. Keine Sorge, ich verrate es euch jetzt, wie teuer das Ganze ist, denn die 10 teuersten Fahrzeuge in GTA 5 Online kosten zusammen ganze 34 Millionen Dollar, 514.500 Dollar. Also 34 Millionen, 514.500 Dollar muss man für die 10 teuersten Fahrzeuge in GTA 5 Online wirklich auf den Tisch blättern und in diesem Preis ist noch nichts inbegriffen, was irgendwie Tuning angeht. Das bedeutet, man hat noch keine neue Hupe drin, man hat keinen besseren Motor, keine Fenster, keine Lackierung geändert, nein, sondern für 34 Millionen Dollar bekommt man nur diese 10 Fahrzeuge, wie sie halt im Internet verkauft werden. Das bedeutet, es gibt halt keine einzige Tuning-Möglichkeit. Okay, aber nachdem ich hier schon mal diese kleine Preisübersicht habe, würde ich sagen, lass uns direkt mal mit dem eigentlichen Video anfangen. Bevor ich damit aber anfange, fände ich es mir richtig cool von dir, wenn du auf diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lässt oder mich auch kostenlos abonnierst für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Na gut, bevor ich jetzt auch nochmal Zeit verliere, würde ich sagen, lass direkt mal anfangen. Also, wie bereits gesagt, heute gibt es mal die 10 teuersten Fahrzeuge in GTA Online und auf der Nummer 10 haben wir dann auch in chronologischer Reihenfolge natürlich den XA21 für 2,375 Millionen Dollar. Ja, der XA21, der ist ein relativ nicer Sportwagen, ich glaube sogar ist ein super Sportwagen. Ein kleines Problem hat er jedoch, denn die Top Speed, also die Höchstgeschwindigkeit, die ist nicht wirklich krass. Also da muss man sagen, da lohnen sich die 2 Millionen 375.000 Dollar auf keinen Fall, weil, naja, die Höchstgeschwindigkeit, die ist einfach nicht wirklich berauschend und deswegen ist auch nicht wirklich dieser hohe Preis gerechtfertigt, aber ich möchte heute gar nicht darüber reden, ob der Preis wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, sondern halt nur, was die teuersten Fahrzeuge sind. Ja, und auf der Nummer 9 haben wir dann auch mal direkt schon wieder den Stromberg, ja, den Stromberg oder Stromberg oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Auf jeden Fall ein neues Spezialfahrzeug, was wir mit dem neuesten GTA 5 Online DLC erhalten haben, nämlich mit dem Doomsday High DLC am 12. Dezember. Ja, und dieses Fahrzeug kostet 3.185.350 Dollar für den Sofortkaufpreis oder man spielt die Heist-Mission und kann ihn sich dann für einen billigeren Preis kaufen. Dann kostet der Wagen nämlich noch 2.395.000 Dollar und wir gehen natürlich auch von dem billigeren Preis aus. Also den nehmen wir halt hier mit in die Rechnung rein. Und ja, also das heißt, 2,4 Millionen Dollar muss man ungefähr dafür zahlen, wenn man schon die Mission gespielt hat. Und ja, was soll man dazu sagen? 2,4 Millionen Dollar für ein Fahrzeug, was halt auch ein Boot ist. Also mit dem kann man dann unter Wasser fahren und hat dann auch Torpedos, gleichzeitig noch ein Maschinengewehr. Und ja, also das größte Feature ist eigentlich, dass man damit unter Wasser fahren kann. Weiß ich jetzt nicht so, ob das die Investition schlechthin ist, aber 2,4 Millionen Dollar sind halt 2,4 Millionen Dollar. Auf der Nummer 8 haben wir dann mal den Ramp Buggy. Ja, das ist einer meiner Lieblingsfahrzeuge tatsächlich. Also den kann man sich durchaus kaufen, wenn man die Kohle hat. Denn der kostet 3.192.000 Dollar oder halt im Tradingpreis für 2,4 Millionen Dollar. Wunderbar, runde Zahl, aber halt immer noch ein sehr teures Fahrzeug. Aber es war ja auch eines der ersten Spezialfahrzeuge, die wir jemals bekommen haben. Denn damals mit dem, ich weiß gar nicht mehr welchem DLC, aber auf jeden Fall 2016
Spielen im Winter. Ich glaube, Import-Export-DLC oder so war das. Da haben wir auf jeden Fall diese ganzen Spezialfahrzeuge bekommen. Und da war halt der Rump Buggy auch dabei. Der war halt eines der ersten Fahrzeuge, wie gesagt. Ja, das Tolle daran ist halt, es ist ein Rampenfahrzeug. Das bedeutet, man kann einfach über die Autobahn fahren. Ihr seht es auch im Hintergrund. Und kann einfach alle Autos durch die Luft schleudern. Ist natürlich echt eine lustige Idee. Aber das kleine Problem ist, wo man sagen kann, ja, da ist der Preis nicht ganz so berechtigt. Man kann ihn nicht in jede Garage stellen, sondern muss eine eigene Untergrundbasis haben für Spezialfahrzeuge. Das bedeutet, man kann die noch nicht mal verlagern. Nein, die hat man halt nur in dieser einen speziellen Basis. Dann zum Zweiten nochmal, wenn man ungefähr so 20 oder 25 Fahrzeuge, wenn es hochkommt, so hochgeworfen hat, dann geht der Wagen auch schon kaputt, weil dann fängt er an zu rauchen. Und wenn er dann kaputt ist, das ist halt Punkt 3, wo man sagen kann, na, sollte man sich zweimal überlegen, ob man den kauft. Die Reparatur davon kostet $20.000. Was natürlich wirklich eine ganze Stange Geld ist, wenn man wahrscheinlich legal auf diesen Wagen gespart hat und dann noch 20.000 bezahlen muss, um ihn zu reparieren, dann ist halt eigentlich relativ schnell die Kohle weg. Aber na gut, so ist das halt. Ist halt trotzdem auf dem Platz 8. Und auf der Nummer 7 haben wir den Anis RE7B. Passt natürlich mit dem Namen her. Ja, denn dieser kostet $75.000 mehr als der Ramp Buggy, denn dieser kostet $2.475.000. Den haben wir dann damals mit dem Cunning Stunts DLC bekommen und war seinerzeit auch eines der besten Fahrzeuge. Also wirklich, wirklich schnell, kann man nicht meckern. Handling war auch mega cool, aber mittlerweile ist es halt nicht mehr der schnellste Wagen. Also es gibt mittlerweile schnellere Fahrzeuge, aber nichtsdestotrotz seid ihr mit dem Anis RE7B immer noch wirklich gut dabei. Er hat zwar nicht die beste Höchstgeschwindigkeit, wie gerade schon gesagt, aber in Rennen kommt es ja auch nicht auf die Höchstgeschwindigkeit an. Das wissen ja viele nicht. Viele sagen immer, in einem Rennen brauche ich das schnellste Fahrzeug, ist aber Quatsch, denn in Rennen solltet ihr immer auch noch darauf achten, wie die Beschleunigung ist, denn es nützt nichts, den schnellsten Wagen im Spiel zu haben, wenn er dann aber eine Beschleunigung von einem Traktor hat. Das bedeutet, da solltet ihr immer zweimal überlegen und halt der Anis RE7B, der erfüllt halt beides. Der hat also eine relativ gute Höchstgeschwindigkeit und halt auch eine wirklich gute Beschleunigung. Deswegen ist das halt immer noch nach wie vor ein wirklich guter Wagen, aber halt auch ein teurer Wagen. Aber nicht so teuer wie die Nummer 6. Denn auf der Nummer 6 haben wir den Progen Tyris oder Tyris für, jetzt habe ich glaube ich beide Male gleich ausgesprochen. Naja, der kostet auf jeden Fall $2.55 Millionen, also $2.550.000 müssen wir für dieses, ich möchte nicht sagen Schmuckstück bezahlen, denn ich finde, er sieht halt noch nicht mal geil aus. Es ist halt auch wieder ein Supersportwagen, Höchstgeschwindigkeit dementsprechend auch passend, also nicht wieder der schnellste, aber auch nicht der langsamste. Und ja, also es ist halt eigentlich so ein 0815 Supersportwagen, der halt auch nicht wirklich einen aus der Bahn wirft oder so. Also nicht im Sinne von, man fährt gegen die Wand, sondern einfach, man wird vom Hocker gerissen. Macht der Wagen persönlich, zumindest für mich, nicht, deswegen ist es auch für mich nicht die absolute Kaufempfehlung, aber naja, für den Preis sowieso nicht. Aber auf der Nummer 5 haben wir eine Kaufempfehlung, nämlich den Grotti X80 Proto. Ja, der kostet aber $2.7 Millionen, aber ist für das Geld auch ein relativ nices Auto, wie ich finde. Das Aussehen davon finde ich einfach mega cool, ist nach wie vor eines der besten Supersportwagen, wenn es ums Aussehen geht, meiner Meinung, muss ich persönlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, aber ich finde, der sieht einfach wirklich, wirklich nice aus. Die Höchstgeschwindigkeit, die ist echt gut, die Beschleunigung ist gut, das Handling ist gut und alles in allem bist du in Rennen wirklich gut dabei. Das bedeutet, wenn du wirklich genug Kohle hast, dann kannst du ihn dir natürlich kaufen, aber wirklich nur, wenn du genug Kohle hast. Wenn du jetzt irgendwie nur $20.000 hast, dann spar bitte auf einen anderen Wagen, aber nicht auf den X80 Proto. Ja, und auf der Nummer 4 haben wir dann den Rocket Voltic. Jetzt geht's hier langsam immer teurer, denn der kostet 3,82, das ist eine schwierige Zahl, der kostet entweder im normalen Preis 3.820.400 oder im Tradingpreis für $2.880.000. Also immer noch, ja, fast $2.9 Millionen. Wenn man die Kohle hat, natürlich ein nices Fahrzeug. Ansonsten nicht so nice, weil alles, was man halt für dieses Geld bekommt, ist ein Raketenboost. Die Geschwindigkeit von dem Wagen, die ist nämlich nicht wirklich krass. Das Handling von dem Wagen ist auch nicht wirklich krass. Nein, einzig und allein der Punkt, wo man sagen kann, ja, das lohnt sich, ist halt dieser Raketenboost. Aber da muss man auch sagen, es war halt auch wieder eines der ersten Spezialfahrzeuge, deswegen war das natürlich klar, dass die alle ein bisschen teurer sind. Auf der Nummer 3 haben wir dann meinen absoluten Lieblingswagen. Leute, die ein bisschen länger schon hier auf dem Kanal sind, wissen, was jetzt kommt, nämlich der Deluxo. Ja, der Deluxo ist wirklich mein absoluter Lieblingswagen in komplett GTA Online, weil es einfach so ein klasse Fahrzeug ist, aber ja, es hat auch einen klasse Preis, nämlich $4.721.500 müssen wir für diesen Wagen investieren oder halt noch den VIP
VIP-Preis, nachdem man da die dementsprechende Mission gespielt hat, dann muss man 3,5 Millionen Dollar ausgeben, also 3.550.000 Dollar immer noch für den VIP-Preis. Ist natürlich immer noch eine ganze Menge Geld, aber wie ich finde, wirklich nach wie vor sein Geld wert. Denn dieses Fahrzeug kann auf Wasser fahren, dieses Fahrzeug kann fliegen, dieses Fahrzeug kann Wände hochfahren, dieses Fahrzeug hat ein Maschinengewehr dran, dieses Fahrzeug hat Raketen dran, also wirklich alles, was man nur haben will. Also wirklich ein extrem super geniales Fahrzeug und deswegen trotz des Preises meiner Meinung nach wirklich ein super guter Wagen, wie ich halt gerade gesagt habe. Ja, auf der Nummer 2 haben wir dann mal das Batmobil oder der Vigilante, wie er halt in GTA heißt, denn der kostet 3,75 Millionen Dollar, also 3.750.000 Dollar. Und ja, was kann man hierzu sagen? Also es ist wie beim iPhone, man bezahlt nur den Namen und das Aussehen, nicht wirklich die Performance, denn die Performance ist nicht wirklich krass. Natürlich, es hat eine gute Geschwindigkeit, man hat auch hinten wieder diesen Turbo-Raketen-Boost dabei, der ist zwar nicht so gut wie beim Rocket Voltic, aber man hat den halt trotzdem mit an Bord und was halt immer noch ein positiver Punkt ist, man kann halt wirklich viel aus dem Weg rammen, also das ist wirklich krass, ihr seht es vielleicht im Gameplay, man kann wirklich easy einfach Fahrzeugmeiern durchbrechen und das ist natürlich dementsprechend ganz cool, aber halt der Preis, da überlegt man sich dann besser zweimal, ob man sich den kaufen will. Ja, und auf der Nummer 1, das ist dann der teuerste Wagen, das ist nämlich der Runa 2000 und der kostet 5.745.600 Dollar oder halt im VIP-Preis immer noch 4,32 Millionen Dollar, was halt extremst viel ist und ich möchte eigentlich schon sagen, viel zu viel ist, denn ja, für 5,7 Millionen Dollar bekommt man halt fast 6 Edder und der Edder ist halt der damalige teuerste Sportwagen, Supersportwagen gewesen, den wir in GTA 5 Online hatten. Der kostete nämlich genau 1 Million Dollar, das war damals schon richtig viel. Ja, und heute kostet das teuerste Fahrzeug aus ganz GTA Online fast das 6-fache. Naja, aber was will man machen, ist halt Rockstar Games. Aber gut, das war es jetzt auch mit dem Video und mit den 10 teuersten Fahrzeugen aus GTA 5 Online. Hat dir dieses Video gefallen, dann zeig mal es doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Und zu guter Letzt, welches Fahrzeug auf dieser Liste würdest du dir niemals kaufen? Die Preise sind ja allesamt unverschämt, dass man sagen würde, da würde ich mir nicht kaufen. Aber von diesen 10 Fahrzeugen hast du ja auch Gameplay gesehen. Welchen Wagen würdest du dir niemals kaufen? Schreib es doch gerne unten in die Kommentare mit dem Hashtag Team Slack. Und bis wir uns jetzt auch alles wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne